Jo, Putzmann hier. Und zwar, ich mache heute mal ein Video für alle Brillenträger, weil auch eine Brille muss geputzt werden. Und ich hab da ein ganz tolles Brillenputzgedöns von meinem Optiker. Das Zeug ist echt super. Ich mache das Video auch, weil ich manchmal ein bisschen faul bin. Vielleicht kennt ihr das selber davon. Warum soll ich die Brille immer putzen? Manchmal macht man das einfach viel zu selten, obwohl man es öfters machen sollte. Ich mache kurz zack. Zack, 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 auf alle vier Seiten, zweimal innen, zweimal außen. So, und dann lassen wir Wasser drüber laufen. Kaltes, warmes, völlig egal. Und dann, was ganz wichtig daran ist, jetzt nicht hingehen und zack, dass man alles mit einem, sondern pro Seite ein Tuch, also zwei Tücher. Das ist dann einfacher. Und man hat einen neuen Blick. Es sieht aus wie, wow, ich sehe alles in Farbe. Wahrscheinlich seht ihr mich jetzt auch in Farbe, wenn ihr das jetzt mal gemacht habt. Alles nicht mehr so verschwommen und schwarz-weiß. Deswegen, ja, das war jetzt mal echt sau kurz, aber ich habe mir gedacht, warum immer etwas Längeres? Ich meine, jetzt klar, meine Videos sind allgemein nie besonders lang, aber ja. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, Fragen, irgendwas, was ihr mal sehen wollt, da unten gibt es eine Leiste. Reinschreiben. Ich freue mich. Also dann, haut rein.